Sind sie verspannt? Das kann die äußere Muskulatur betreffen, genauso wie die inneren Organe. Und das ist schmerzhaft. Das führt zu Verhärtungen und kann sogar zu Atemproblemen führen. Und wenn sie verspannt sind, dann sind sie in einem Stresszustand. Und das ist ihnen vielleicht noch nicht einmal bewusst. Dann haben sie bereits gewechselt in den Kampfmodus, in den Schutzmodus, in den Überlebensmodus. Und was steckt genau dahinter? Es sind die negativen Emotionen, die nicht verarbeitet worden sind, die nicht losgelassen worden sind, die immer noch in ihrem Körperinneren stecken. So etwas wie Bedrückung, Misstrauen, Angst, Wut, Ärger. Und das ist ja auch gar kein großes Wunder. Wenn wir mal überlegen, was wir so die letzten 2 Jahre alles so mitgemacht haben und immer noch mitmachen, die Angst vor dem Coronavirus, die Angst vor dem Krieg, die Angst, die Existenz zu verlieren, die Wut auf die anderen, den Ärger über die Politik, das Misstrauen, all das war und ist immer noch da. Wenn Sie 3 handfeste Tipps haben wollen, wie Sie Verspannungen lösen können, dann bleiben Sie unbedingt dabei. Hallo und herzlich willkommen hier bei Selfmade Dog. Mein Name ist Carmen-Maria Poller. Ich bin Coach und Buchautorin und frei nach dem Motto selbstbewusst gleich kerngesund begleite ich Menschen dabei, ein bewusstes Leben zu führen und vor allem die richtigen Entscheidungen zu treffen für das eigene Wohlbefinden. Ja, ich habe von Verspannungen gesprochen. Das bedeutet, dass man zu angespannt, zu sehr in eine angespannte Position geht. Und lassen Sie mich als Beispiel einfach mal die Schulter-Nackenmuskulatur nehmen. Wenn die verspannt und wenn die hart wird, dann ist das schon schmerzhaft und kann auch bewegungsbeeinträchtigend sein. Und zusätzlich drücken diese Verhärtungen und Verkrampfungen auch noch auf alle Gefäße und alles, was irgendwo fließen muss. Und das kann natürlich dann auch Folgeerscheinungen haben. Als Folgeerscheinung beispielsweise, ja, dass die Durchblutung nicht ganz stimmt und wir bekommen Kopfschmerzen. Oder dass wir davon ausgehen können, dass wenn die Durchblutung nicht ganz stimmt, natürlich auch keine wertvollen Nährstoffe mit dem Blut weitertransportiert werden. Und das kann sogar zu Haarausfall führen, weil unsere Kopfhaut nicht gut durchblutet ist oder nicht gut genährt ist. Und genauso wie in der Muskulatur Verspannungen auftreten können, so treten Verspannungen natürlich auch im inneren Bereich auf, beziehungsweise in Wechselwirkung. Denn wenn wir in der Brustmuskulatur sehr angespannt sind, dann kann uns das so hin und her drücken, beispielsweise das Zwerchfell, dass wir das Gefühl haben, wir haben Erstickungsanfall oder wir bekommen nicht genügend Luft. Und das ist dann auch eine Folgeerscheinung von einer fehlerhaften Anspannung, von einem fehlerhaften oder besser gesagt dem fehlenden Ausgleich zwischen der weiblichen und der männlichen Energie, der Entspannung und der Anspannung. Und das Gleiche betrifft natürlich auch den Bauchraum. Wenn da beispielsweise Blase, Magen irgendwo in Anspannung, in Verkrampfung sind oder der Darm ist verkrampft. Wenn der Darm verkrampft ist und dann haben Sie mit Luft zu tun, dann haben Sie so einen harten Trommelbauch, dann ist da auch alles verspannt. Und so kann man vom kleinen Zeh bis zum Scheitel irgendwo gänzlich ungut anspannen und verspannen. Und wenn ich sage Ausgleich, dann meine ich damit einen gesunden Ausgleich zwischen der weiblichen Energie Yin und das ist die Entspannung, die Hingabe, die Selbstvergessenheit, sage ich mal, und der männlichen Energie Yang. Das ist die Anspannung und der Mut, die Entschlossenheit, die Dinge in Bewegung zu setzen. Beides ist gut und beides ist richtig. Entspannung und Anspannung. Nur da ist es wichtig, in ein gutes Verhältnis einfach zu kommen, damit sich eben nichts verspannt.
Und wenn wir Situationen haben, wo solche negativen Emotionen wie Angst und Wut und Ärger und Groll und eine gewisse Aggression oder was auch immer uns da klein macht, uns irgendwo in diesen Schutzmodus zum Beispiel versetzt, dann spannen wir unglücklich an, zu hart und diese Verhärtung, all das hat wiederum Auswirkungen auf unser Wohlbefinden. Und deswegen hier an dieser Stelle meine drei handfesten Tipps. Natürlich ist es ganz wichtig, wie ich eingangs schon gesagt habe, in erster Linie auch da anzusetzen, dass sie etwas für ihr Selbstbewusstsein tun. Das heißt, dass sie sich ihre eigenen Gefühle, Gedanken, Bedürfnisse bewusster machen. Denn wenn uns von außen schon so viel an negativer Gefühlslage entgegenschwappt, dann ist es natürlich umso schwieriger, wenn wir die sowieso schon in uns haben. Und diese Ängste machen uns dann noch kleiner, wir ziehen uns noch weiter zusammen und nichts kann gut fließen. Das heißt, es ist natürlich in erster Linie wichtig, sich diese Dinge bewusster zu machen und zu schauen, wo Gefühle, negative Gefühle stärker wirken und wie ich stattdessen nicht die noch weiter befeuere, sondern positive Gefühle setze. Und positive Gefühle setzen sich vor allem auch durch positive Gedanken und durch positive Verhaltensweisen. Denn das ist der neurobiologische Kreislauf und alles zusammen ist es wichtig, zu viel negative Einflüsse davon sich fernzuhalten, um auch mehr in die Entspannung zu kommen. Aber das ist ein großes Thema und das ist ein Thema, wo es darum geht, auch an der eigenen Persönlichkeit zu arbeiten. Jetzt meine drei handfesten Tipps für Sie. Der erste Tipp ist, diese äußerlichen Verspannungen direkt einmal aufzulösen. Beispielsweise dadurch, dass sie sich mal ordentlich durchkneten lassen, dass sie zu einem Physiotherapeuten gehen, der letzten Endes durch eine Bearbeitung von Schmerzpunkten die Sache wieder in den Fluss bringen kann. Was auch an dieser Stelle sinnvoll ist, ist irgendwo alles aufzudehnen, was sich verkürzt hat. Denn wenn wir in einen Schutzmodus beispielsweise wechseln, dann machen wir uns rund, dann rollen wir uns ein, um uns eben zu schützen, so wie als würden wir uns einen riesen Panzer irgendwo aufsetzen. Und da ist es natürlich irgendwie wichtig, dass wir solche verkürzten Muskeln, wie beispielsweise Hüftbeugemuskel oder wie auch immer, dass der aufgedehnt wird. Das heißt, Dehnübungen aus kurz wieder länger zu machen, ist an dieser Stelle sehr entscheidend. Suchen Sie sich da einfach Hilfe. Zweiter Punkt an dieser Stelle, tun Sie etwas, indem Sie sich pushen durch wertvolle Vitalstoffe. Und da ist es wichtig, einmal etwas für die Beruhigung und Selbstberuhigung zu tun. Da sind Vitamine der B-Gruppe sehr gut. Und es ist natürlich auch sehr gut, etwas für die Entkrampfung zu tun. Magnesium an dieser Stelle, was uns da lockerer macht, was uns entkrampft. Klären Sie es am besten mit einem Arzt, einer Ärztin Ihres Vertrauens. Und mein dritter Tipp für Sie, der ist auch ganz wichtig, weil der hängt mit dem Atmen zusammen. Und das wissen vielleicht schon einige von Ihnen aus dem Sportbereich, Yoga-Bereich, wie auch immer. Atmen ist so wichtig. Und wir merken es halt nicht. Wir merken oft nicht, dass wir falsch atmen. Wir atmen flach, wir atmen hektisch. Oder wenn wir ganz viel Angst haben, atmen wir auch gar nicht. Das setzt sozusagen dann völlig aus. Das kennt man aus Lampenfieber-Situationen. Und da ist es wichtig, tief in den Bauch einzuatmen. Der wird dann beim Atmen, also durch die Nase atmen Sie quasi ein, in den Bauch, der wölbt sich dann nach vorne und dann durch den Mund wieder aus. Und das Beste, was Sie machen können, ist doppelt so lang ausatmen wie einatmen. Das heißt, wenn Sie 4 Sekunden einatmen, einfach 8 Sekunden ausatmen. Eine schöne Übung ist auch etwas, was ich aus der Arbeit mit Kindern kenne, die sich zur Selbstberuhigung einfach auch noch was malen. Und zwar malen die so eine liegende Acht. Und das bedeutet, die Acht, die liegt, wir atmen ein und atmen aus die andere Strecke.
und wieder ein und wieder aus. Und so können wir uns auch beruhigen. Und das trägt auch dazu bei, diese Selbstberuhigung wieder mehr in die Entspannung zu kommen, dass ich die Verspannung auch aufheben kann. Das bedeutet, es ist wichtig, Entspannung und Anspannung in ein gutes Gleichgewicht zu bringen, weiblich und männlich in ein gutes Gleichgewicht zu bringen. Und das wünsche ich Ihnen. Werden Sie da wieder lockerer und ja, bleiben Sie in Ihr Gleichgewicht, kommen Sie in Ihr Gleichgewicht. Ich sage bis zum nächsten Mal, freue mich natürlich, wenn Sie diesen Channel abonnieren. Bis dahin, Ihre Carmen Maria Poller.